Der Papierjunge spielt in einer galizischen Kleinstadt um 1900. Galizien ist eine historische Landschaft gelegen im heutigen Südpolen und im Westen der Ukraine. Ihre Hauptstadt war Lviv, Lemberg auf Deutsch übersetzt. Und Galizien gehörte als Königreich von Galizien und Lodomerien, das war der offizielle Name, sehr, sehr lange zur österreichisch-ungarischen Monarchie. Auf dem Wappen, auf dem galizischen, sind drei Kronen drauf und so ein bisschen drüber ist ein sehr nachdenklich stolzierender Rabe zwischen Weizenähren und Kornblumen. Und dieser Rabe war nicht schon immer auf dem Wappen drauf, sondern war angeblich der Einfall österreichischer Beamter, die nämlich fanden, dadurch, dass es so viele Raben, also eigentlich Dohlen, so viele Dohlen in Galizien gab, müssten welche aufs Wappen drauf und die haben das dann irgendwie so umgestaltet. Es ist Josef Roth war aus Galizien und Sigmund Freud und auch Selma Meerbaum Eisinger, ganz genau wie ihr Cousin zweiten Grades Paul Celan. Und auch die Autorin Sophia Andruchowitsch ist von dort. Und zwar aus einem kleinen Ort oder einer kleinen Stadt namens Stanislau. Die heißt heute Ivano-Frankivsk. Sie haben wahrscheinlich in den Nachrichten öfters schon gehört in der letzten Zeit davon. Und der Leseklub hofft, es geht ihr gut. Der noch warme, seidene Kissenbezug schlägt feine Falten. Adelia hat ihn mir gegeben. Die chinesische, blass-lila Seide hat sie in der Schneiderwerkstatt von Josef Schalodok in der Kasimirgasse gekauft. Schalodok bezieht seine Stoffe und andere Waren aus England und Frankreich. Adelia ist von dort einfach nicht wegzubekommen. Sie hat ihn selbst mit granatrotem, beinahe schwarzem Garn bestickt. Adelia ist eine Meisterin feiner Muster. Die Bewegungen ihrer blassen Finger haben mich von klein auf berührt, meinen Blick gefesselt und meine Gedanken zerstreut. Ein Kissenbezug aus Seide ist gut für das Haar. Reibt es an der rutschigen Oberfläche, wird es selbst wie Seide, glatt wie ein See. Der Spiegel in meiner Dachkammer, gleich neben Pedros lichtdurchfluteter Werkstatt, ist mit grobem, dunklem Holz gerahmt. Die Ornamente erinnern an das halbdurchsichtige Geflecht von Graswurzeln und Insektenfühlern. Wenn es endlich wärmer wird, reiben wir den Rahmen und alle anderen Möbel zum Schutz gegen Holzwürmer und Bettwanzen mit Terpentin ein. Wir tragen die Betten und Stühle ins Freie und übergießen sie mit kochendem Wasser. Aber der Frühling lässt dieses Jahr auf sich warten. Es ist fast Mitte April. Und noch immer wirbelt der Schnee herum. Langsam entflechte ich vor dem Spiegel meine zerzausten Nachtzöpfe. Warme Strähnen fallen wie lebendig auf meine Arme. Wenn ich in der Nacht sehr einsam bin, dann löse ich mein Haar und wickle mich darin ein. Es fühlt sich dann an, als umarmte mich jemand. Ich hocke mich hin und ziehe meinen kupfernen Pot de Chambre mit Deckel unter dem Bett hervor. Seine längliche Form und sein nach vorne ragender Schnabel erinnern mich an eine Saucière. Und sofort beginne ich zu überlegen, was ich heute kochen könnte. Vorsichtig umfasse ich mit einer Hand den Henkel an der Hinterseite und gehe leise auf die Treppe hinaus. Ich höre Pedro bereits in seiner Werkstatt am Dachboden schleifen. Es ist noch nicht einmal richtig hell und er arbeitet schon. Gestern war er finster wie die Nacht, im übertragenen Sinn natürlich, denn wenn Pedro arbeitet, ist er von einer Schicht weißem Steinstaub überzogen und gleicht selbst einer Statue. Er war unzufrieden mit sich selbst, denn die Locken des traurigen Engels sahen nicht weich genug aus. Immer wieder berührte er Adelias Haar, biss bekümmert die Zähne zusammen und runzelte die Stirn. Gelingt es dir schon wieder nicht, den Marmor lebendig zu machen, Pedro? Fragte ich, wohlwissend, in was für ein Wespennest ich stach. Pedro warf mir einen derart scharfen Blick zu, dass mir der Schweiß auf die Stirn trat.
Doch das Lächeln verschwand nicht von meinem Gesicht. Nein, Pedro, so leicht erschreckst du mich nicht. Ich verlasse also meine Kammer und bleibe vor der Tür von Pedros Werkstatt stehen. Über die breite Wendeltreppe aus Schmiedeeisen und Eibenholz ergießt sich fahles Morgenlicht. Während ich dem monotonen Schaben lausche, das aus der Werkstatt dringt, blicke ich in den aus drei von einem Handlauf umrahmten Windungen gebildeten Brunnen hinab. Von hier oben ähnelt die Treppe einem Strudel, der dich unerbittlich hinunterzieht, oder einer Wasseruhr, aus der die Zeit entweicht. Adelia hat mir gesagt, dass der Handlauf, ein überdimensionaler Dornenkranz mit da und dort eingeflechtenen Klettenblüten, schlechte Gefühle in ihr hervorruft. Als Pedro die Villa baute und das Interieur gestaltete, brachte er tatsächlich viel von seiner Friedhofswelt hierher. Er ist in den vielen Jahren so sehr mit dieser Welt verwachsen, dass er nicht versteht, wieso er keine Mondkapseln, Symbole der ewigen Ruhe, schnitzen soll, kein Immergrün, keine Lilien mit eingerollten Blütenblättern, keine Eicheln mit Eichenblättern. Ich hole Adelias Nachttopf vor ihrer Schlafzimmertür ab und gehe leise die Treppe hinunter. So sind wir es seit unserer Kindheit gewöhnt. Ich bin immer schon als Erste aufgestanden und habe unser gemeinsames Nachtgeschirr entleert. Und so oft Pedro sich auch darüber lustig macht, er vermag dieses Gesetz nicht zu durchbrechen. Adelia und ich waren lange vor seinem Auftauchen beisammen, seit Anbeginn der Welt. Als noch kein Drache es wagte, seinen niederträchtigen Kopf aus der Erde zu strecken. Das größte Entgegenkommen, das ich aufbringen konnte, waren zwei getrennte Nachttöpfe. Abgesehen davon natürlich, dass ich in ein anderes Bett übersiedelte und mein vorgewärmtes Plätzchen Pedro überließ. Adelia und ich sind gemeinsam aufgewachsen. Wir waren immer zusammen, trennten uns nie. Sogar auf Adelias und Pedros Hochzeitsreise nach Krakau und Budapest und Wien fuhr ich mit. Pedro gefiel das gar nicht. Er lenkte erst ein, nachdem Adelia einige Nächte hindurch geweint und ihn angefleht hatte. Sie hatte Angst, ohne mich zu fahren. Den ganzen Monat hindurch tat er so, als existierte ich nicht. Als wäre nicht ich es, die in den Hotels dafür sorgte, dass man Adelia und mir ein weiches Ei kochte. Er bekam überhaupt kein Ei. Die frühmorgens auf dem Markt für Adelia das frischeste und feinste Obers zum Kaffee kaufte. Selbst wenn das Obers in den Hotels frisch war, war es zur Hälfte mit Wasser verdünnt, die ihr das Haar machte, die Kleidung herrichtete, reinigte und alle Knöpfe schloss. Adelia erzählte mir, wie hingerissen er vom Geruch ihrer Haut sei. Dabei senkte sie den Blick und errötete, dass er lange wie ein Jagdhund schnüffle und dann die Nase an ihrem Hals erstarre, sein Bart dabei schmerzhaft in ihre empfindliche Haut steche. Die geröteten, brennenden Pünktchen rieb ich später mit Lavendelcreme ein. Adelia zischte unterdessen leise und biss sich auf die Unterlippe.